Hi Leute, Jerry hier, eure Nummer 1 Quelle für Metroidvanias. Ich habe heute ein ganz besonderes Game dabei, das heißt Little Ghost. Und es ist musikalisch auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Es ist die ganze Zeit irgendeine random Mucke am Laufen, die ich nicht genau definieren kann. Aber ich versuche einfach meine Moderation zu machen. Das Spiel kommt im Mai 2024 raus, wird nur für den PC erscheinen. Wird leider nur auf Englisch rauskommen. Ist so ein Cartoon-slash-Real-Life-Kunstprojekt von vier Leuten, nämlich von Leaf Rifo Neko, Law Jun Yan, José Angel Romero und Alan Abadessa. Ich hoffe, ich spreche auch nur einen der Namen richtig aus. Und der Publisher sind, die Publisher sind Syncbook Games und auch von denen hat noch niemals jemand gehört. Ich weiß nicht, was ich erwarten darf. Es ist ein Metroidvania, es hat zumindest auf Steam den Metroidvania-Tag. Wenn ihr Metroidvanias mögt, dann lasst mir ein Abo da und wir gucken uns das jetzt 20 bis 30 Minuten an. Abfahrt. Ich bin hin und her gerissen. Springe und gleite über Hindernisse. Kannst auf der Stelle schweben. Kannst dich horizontal bewegen. Float Time ist ungefähr 2 Sekunden. Und du kannst deinen Kurs ändern und deine Bewegung verändern. Okay. Okay, ich muss das gedrückt halten und dann geht mein Float irgendwann aus. Okay, also es sieht... Warnung. Radiergummi werden dich ausradieren. Dann berühre ich die mal nicht. Ach, alle Radiergummi. Okay. Gut, durften wir schon die ersten Erfahrungen mit dem Tod machen? Passt der ein bisschen in den Geist? Halte den Sprungknopf gedrückt, um die Höhe zu erhöhen. Ah, shortest jump, highest jump. Ist ja süß. So, Reißzwecken sind vermutlich auch nicht so geil. Da schweben wir mal drüber. Ups. Ich habe nicht gedrückt gehalten, mein Fehler. Wir können auf alle möglichen Sachen rumlaufen. Ihr seht schon, es ist ein einzigartiges Game. Okay. Musik ist aus. Bitte, liebe Zeichnung, beweg dich nicht. Ups. Oh, das war zu niedrig. Ich hätte beim Runterfallen... Ach, guck mal, das bewegt sich, das Bild. Das ist irgendwie schon cool. Aber ich bin auch... verwirrt. Okay, wir müssen fallen und dann... zwischendurch schweben und dann dadurch. Okay. Little Ghost Fashions. Normal, Pencil, A-Line, Slit, Go Dead, Fluence, Trumpet, Bleed, Rap, Bell, Handkerchief, Layered, Periau, Lace, Mermaid und Formel. Das ist ein Absolut! Geil. Wow. Bin ich froh, dich zu sehen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Drück Float. Ich werde versuchen, dich dich zu unterhalten mit Musik und Podcasts. Und du kannst mir helfen, indem du ein paar MP3s findest, die ich in dem Sturm verloren habe. Ich habe jetzt gerade 16 Tracks bei mir. Und wir können 17 weitere finden, während wir die Demo erkunden. Du kannst meinen Audio-Player im Item-Menü verwenden. Öffne das Item-Menü mit dem B-Button. Und dann scroll durch. Okay. Ups. Oh, und Streamer haben die Berechtigung, die Musik und die Podcasts zu broadcasten, FYI. Huh, okay. Thank you, dankeschön. Nett von euch. Nur als Erinnerung. Mein Geschmack bei der Musik geht auf Alter 17 plus zu, also, ne? Genau wie das ganze Spiel. Wenn du ein Kind bist, dann solltest du hier nicht sein. Okay, ist also eher 16 plus dann für uns. Okay, ist also eher ein musikfokussiertes Game, ist interessant. Was klingt denn hier interessant? Hier, Take It Apart, wie wär's denn damit? Lass uns einfach mal laufen. Ah, ist ein Checkpoint. Okay, wir spielen jetzt einfach mal das Spiel. Oh mein Gott, ein Dino! Also die Mucke ist ja mal Top-Tier, ne?
Was, ich will gar nicht reden. Oh. Und es läuft auch weiter. Nice. Tut er mir auch weh? Ja, der tut mir auch weh. Aber wenn ich ihm folge... Ach so, und jetzt kommt der Dino wieder. Und wir fliegen dann natürlich drüber. Okay, got you. Okay, cold beer, the peaches. Geht hauptsächlich viel darum zu gucken und zu hören, habe ich das Gefühl. Ich kann mit ihm reden. Du kannst mit jedem reden oder solltest du zumindest versuchen, indem du diese Taste drückst. Du weißt nie, was jemand zu sagen hat, wenn du nicht mit ihnen redest. Dadurch, dass deine Float Power 100% horizontal ist, stoppt es deine Aufwärtsbewegung. So wie Luftbremsen. Das kann deinen Sprung verkürzen. Das wird dir jetzt wahrscheinlich gleich helfen, mit dem nächsten Stift umzugehen, aber manchmal kann es auch sein, dass du dadurch zu niedrig springst und dann stupst. Okay. Oh, wie jetzt zum Beispiel. Ups. Hätte ich da landen können? Ah, ich kann da landen. Oben gucken, nach unten gucken. Guck mal, da ist ein Schloss, da kann man runter. Moment. Sag doch mal, da kommen wir ja dann hin, aber die Frage ist, wie? Vielleicht von rechts. Oh mein Gott, eine Fliege! Oh. Das ist voll cool gemacht irgendwie, ne? Hier mit dem Karton, auf dem wir jetzt noch sind. Mit dem ultra-realistischen Karton, by the way. Sieht total geil aus. Geh weg, du Fliege. Aber wenn ich jetzt... Kann ich hier jetzt einfach so runter, oder was? Da muss man ja irgendwie hinkommen. Vielleicht kommen wir da jetzt später hin. Oder ich bin nicht schlau genug, das kann auch sein. Möchte ich nicht ausschließen. Es ist ein einzigartiges Spiel. Ach, hier ist der Schlüssel. Ach so, jetzt rüber zurück. Oh nein, ich verbrenne. Das ist einfach der richtige Weg. Ich muss den Schlüssel mitnehmen und dann muss ich wieder zurück. I see. Bam, 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 bam. Wir haben eine Tarotkarte gefunden. Wo kann ich die? Ah, hier. Und dann kann ich irgendwie durchwechseln. Was ist das denn? Das ist Penguin. Hilft diesem kleinen Dude, seine Musik zu finden. Okay. Ah. Die Lieb-Tarot-Karte. Die Willenskraft gefunden, von der Klippe zu springen und dich ins Unbekannte zu begeben. Yeah. Okay, das wechselt einfach durch. Ja, lass mal einfach die Mucke mal ein bisschen laufen, ne? Oh, jump on for maximum height. Oh, oh. Oh, ich hab die nicht gesehen. Oh, nein. Oh, nein, der Kontrast. Oh Gott, jetzt muss ich bestimmt nochmal... Den Schlüssel holen? Nee. Schlüssel wurde geholt. Wir haben 5 Tode. Rechts sieht man das übrigens. Zusammen mit der Completion Rate, die wir haben, die nicht sehr hoch ist. Aber ist ja auch egal, wir spielen ja nur die Demo. Ah, da ist die Glocke. Hab ich nicht gesehen. Kann ich durchs Wasser durch? Nein. Bin ja auch aus Papier. Macht Sinn. Ich könnte mich doch bestimmt mit denen nach oben bewegen. Yo. Noch eine Glocke. So. Oh! Wir benutzen die als Trittleiter. Ah, ich kann mit ihm reden. Eine Krise ist eine großartige Möglichkeit. Wenn du keine Erleuchtung kaufen kannst, kannst du zumindest geistige Positionen erwerben. Kann ich hier drauf? Oh, ich mach die an! Mit dem Army Man hier in Rot. Oh. Ho! Hä? Hä? Mit dem reden? Ich brauch mehr Wasser! Das ist ja gut. Tap float to open dress in slow fall. Ach so. Ja, das will ich ja gar nicht. Ich will ja da hoch. Ups. Wie komme ich denn jetzt irgendwo hin? Da stößt er sich den Kopf, aber ich komme trotzdem hoch. Da oben ist wieder ein Item.
Solange du eine Bleistiftzeichnung bist, solange werden dir die Radiergummis Schaden zufügen. Ich brauche 3 Items, um dir helfen zu können. Eine Feder, also so eine Metallspring wahrscheinlich. Ein bisschen Tinte. Und eine Stiftspitze. Der hat gerade in dem Lied geflucht. Das geht aber nicht. Das ist ja ein christlicher YouTube-Channel. Das machen wir hier nicht. Aber Django, du fluchst in jedem Video, du Wichser. Na, das klingt nicht nach mir. Das klingt nicht nach mir. Ah, Wasser. Oh yes, ich brauche deine Hilfe. Bitte bring diesen Eimer Wasser zu dem anderen Feuerwehrmann. Und sei vorsichtig, ihn nicht zu verschütten. Ich werde ihn nicht verschütten? Fragezeichen. Da komme ich nicht hoch. Oh Gott. Oh mein Gott, ich habe nicht lange genug gedrückt. Respawnen Sie bitte, danke. Oh nein. Okay. Ja, das läuft. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend, nach oben zu klettern, aber das ist ja auch ein bisschen philosophisch, ne? Danke, jetzt. Danke. Und wenn du jetzt da schon dabei bist, könntest du zu dem reichen Typen gehen und ihm sagen, er kann sich selbst ficken. Es war seine Zigarre, die das ganze Feuer gestartet hat. Ah, der kleine Wichser hier. Der kleine Wichser. Ja, ja. Du kannst ihm sagen, dass ich mich ihm gegenüber genauso fühle wie er zu mir. Was dich anbelangt, komm zurück zu mir, wenn du ein paar Münzen gefunden hast. Okay. Ich brauche also Geld. Dann kann ich mir bestimmt einen MP3-Song holen. Ha! Es ist ein interessantes Game. Hi! Danke für die Hilfe. Kein Problem. Wisst ihr, wenn es brennt, bin ich da. I suppose. Play 3 MP3s to start finish. From start to finish. Okay, nice. Oh, Fliege! Komm hier. Village. Geil. Ein Fisch. Brr. Es gibt ein Geheimnis im Kartenmachers Werkzeugschrank. Okay. Ah, die Fliege hat mich. Ah, die Fliege hat mich nochmal. Die Mucke ist schon sehr chillig. Oh Gott, das wird mich umbringen. Hat der Schaden? Ja. Wollen wir mal probieren. Das ist so ein richtig nices Game, um abends einfach mal ein bisschen zu chillen. Hat aber scheinbar den Metroidvania-Tag auch schon wieder völlig zu Unrecht. Naja. Alle verlaufen sich. Ich meine, manchmal ist weniger mehr. Ist das Hamtaro? Hamtaro. Nein, 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 nein. Ah, ich wusste, ich würde verpassen. Ich weiß gar nicht, was ich bei dem Game groß sagen soll. Ich rede die ganze Zeit in die Musik rein. Das ist doch ätzend. Oh, wie geil die Fotos hier sind. Also, nicht gut, dass das weggepustet wird, das Haus, aber schon cool. Hi. Das ist hier kein Laden, Alter. Können wir irgendwas in dieser Welt machen, das kein Shop ist? Verbringst du nicht den ganzen Tag sowieso schon im echten Leben damit, Münzen hinterher zu jagen? Dann lass uns die Scheiße hier nicht auch noch machen. Du brauchst keine Münzen, ich gebe dir das einfach gratis. Hier, bitteschön. Neuer Song. Danke, mein Dude. Ein Podcast. You gotta remember that when we started doing this, I was 17 years old. And, we just wanted a name for our group because we thought it was more interesting to say we were a band, quote unquote, than I don't know. We'd never performed live or anything. It was a completely studio created thing done in our bedrooms, you know, just using tape decks and
our crappy recording equipment that we had at the time. And when we actually decided to put out a record album, obviously on vinyl back then, I was a particularly huge fan of a lot of what's sometimes called krautrock, German electronica music from the 70s. You know, of course, Kraftwerk, but Tangerine Dream, Klaus Schulze, Harmonia, Cluster, Neu, Rodelius, Mobius, all that stuff. Neu put out this, at the time, I think, a quite amazing, unique record. Their first album was in, I think, 71. And there's a track on it that's called Negative Land. And that is where the name comes from. It's the same spelling and everything. So I what's kind of funny to me years later is realizing that even our name is stolen. given kind of what we ended up doing, the name itself is appropriated. But as the years evolved and we kept doing sound collage and appropriation, you know, we mix, and for people who haven't heard our work, it's a combination of mixing in our original sounds. And, you know, we can play our instruments, but we also use lots and lots of things we find in the media that we cut up and rearrange and put into our work. And and as the years went by, I think it evolved from being kind of just pure Dada surreal weirdness, and we gradually realized you could use collage and appropriation as a way to talk about our culture, our country, our society, and talk about it in a rather interesting and unique and sort of paradoxically more honest way, because you're using the actual stuff to talk about this stuff. I think gradually I realized that the name, you know, we are in our work. One thing that unifies everything we've ever made is in some way or another, all of our stuff is this. Wie lange geht dieser Podcast? Cracked mirror, spit up, chewed up version of looking at America. It's all about American culture, American society, power, politics, advertising, religion, everything. And and in a way, you know, it is describing this kind of bizarre, our parallel universe, a negative land, something. I think that we're living in this bizarre, well, certainly if you go back to the 90s, the promise of the internet seemed to be, wow, we're going to all be able to talk to each other in all these incredible ways and share some information and be exposed to so many different perspectives and viewpoints and knowledge. And in fact, that can happen, but unfortunately, the unintended consequence of the internet and the web has been that it seems to be often the opposite, where people just gravitate toward their own little pockets, their own little niches, where everyone just reflects back to them in a big echo chamber, you know, just all saying and agreeing the same thing. They're not exposed to alternative viewpoints at all. It's actually worse than ever. To that degree, you have the media becoming this weird self-perpetuating kind of feedback loop thing, depending upon, you know, obviously the most obvious example of that is, you know, Fox News. You know, it's just absolutely dangerous, terribly dangerous. And in fact, to get eyeballs and to sell advertising, they've whipped their viewers up into such a frenzy that, you know, they're bringing us people like Donald Trump and Ben Carson. The Negative Land idea of like a culture jamming, which, you know, this is a possible solution. Okay. Okay. Also, Moment, ich muss erstmal wieder Mucke anmachen. Nice. Ich finde, das ist ein super interessantes Game. Ich glaube, wir müssen da jetzt auch gar nicht weiter reingucken. Wir haben jetzt den Core-Gameplay-Loop gefunden. Lauf rum, erkunde die Welt, genieß die Musik, genieß die Hintergründe und erledige Quests für die Leute. Und ich schätze, der Metroidvania-Aspekt dahinter ist wohl so ein bisschen das Backtracken und die Items finden, um voranzukommen. Das ist zwar halt eher... Ist aber halt eher dann kein Metroidvania, sondern eher sowas wie ein Point-and-Click-Adventure. Was auch cool ist, aber hat das Spiel tatsächlich den Metroidvania-Test mal nicht bestanden. Das heißt nicht, dass es kein gutes Game ist, aber ihr dürft selbst entscheiden. Schreibt in die Kommentare, ist es für euch ein Metroidvania oder ist es keins? Ja, und wenn ihr schon da unten seid, dann könnt ihr auch gleich noch auf den Daumen nach oben und aufs Abo-Button klicken. Und in der Videobeschreibung findet ihr noch einen Link für meinen Patreon. Und damit könnt ihr mich noch supporten. Und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch beim nächsten Metroidvania. Ciao!